Zivilisten werden gerettet. Herzlich willkommen zurück zur immer noch 92. Session. Seid gegrüßt. Weil ich da ein bisschen länger mache. Ich habe da, glaube ich, nur 3 Folgen gedreht. Genau, das waren nur 3 Folgen. War mir doch ein bisschen zu wenig. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen weiter. Wie Bamak. Kann etwas nur so wehtun? Du bist mir zu nahe getreten. Stirb! Oh! Exekutiert. Oh, das Falsche. Können die es wagen, mich als Ziel anzuvisieren? Oder umgekehrt, wie kann ich es wagen, den als Ziel zu anvisieren? Baumwolle. Ich muss mal kurz was posten. Dauert nicht lange. Dauert nur wenige Sekunden. So, zack, zack und zack. Lalalala, da ist ja schon wieder so ein Pferdemensch. Da ist ja schon wieder so eine Pferdequest. So, niemand kann mich aufhalten. Sind aber keine Zivilis. Ach, hier kann man später hin. Das ist ja toll. Das sind doch nur Handwerkshebe. So, hallo und herzlich willkommen zu... Hey. Boah, ist das laut. Das nannte man wohl ein Hauruck-Verfahren. Halle der Hafenbehörde. Bücherregal. Hier kommt also später die Bank hin. Rucksäcke. Man ist ja alles leer gelootet hier. Wir werden sterben! Wir werden alle sterben! Gott. Geh zur Kriegergilde. Leutnant Ehran braucht Hilfe beim Vertreiben der Invasoren. Allein? Ich kann doch nicht allein gegen sie kämpfen. Ich habe gesehen, was sie den anderen angetan haben. Habt ihr die Leichen denn nicht gesehen? Wenn boah, ist die nervig. Dann nehmen sie sich vielleicht, was sie wollen und verschwinden wieder. Der Talmor braucht jeden, den sie kriegen können. Wirklich? Der Nö. Talmor ist immer noch hier? Ich hörte, ihr Hauptmann wäre davongelaufen oder getötet worden. Vielleicht so. Haben wir mit ihnen auf unserer Seite doch noch eine Chance. Wellünhafen ist meine Heimat. Ich werde für sie kämpfen. Dann geh hinaus, und zwar stehenden Fußes. So, Nummer 2 ist oben.
Immerhin, das bringt tatsächlich ein bisschen was hier zu Dingensen. Ach, da schlimmt jemand. Ich kann es nicht glauben. Ich werde alles verlieren. Geh zur Kriegergilde. Kämpfen? Ich weiß nicht mal, wie man eine Waffe hält. Was kann ich schon tun? Ihr könnt an der Seite der Fäuste der Talmor kämpfen und Velenhafen zurückerobern. Die Fäuste des Talmor? Ich dachte, sie hätten Velenhafen aufgegeben. Wenn sie noch hier sind, gibt es vielleicht noch eine Chance. Nun gut, ich werde helfen. So, erstmal schön jeden Tinnitus verpassen hier. Hey. Sieh da. Gut, soll ich jetzt nach unten? Ja, offensichtlich. Haha, ist die von alle vorbeigelaufen. Die Invasoren haben die Brücke überquert. Sie haben die ganze Stadt eingenommen. Die Fäuste des Talmor brauchen Hilfe bei der Brückeroberung. Die Fäuste des Talmor? Ich dachte, sie wären davongelaufen. Aber wie können sie unsere ganze Stadt zurückerobern? Es gibt nicht genug von ihnen. Ich habe gehört, der Hauptmann wäre in der ersten Welle getötet worden, zusammen mit ihren Leuten. Leutnant Ehren trommelt eine Miliz an der Kriegsgilde zusammen. Nun, sie haben mich. Gebt mir eine Waffe und ich werde lernen, wie man kämpft. Danke, dass ihr mich gefunden habt. Ich glaube nicht, dass ich alleine etwas hätte unternehmen können. Das glaube ich allerdings auch. Nach oben. Wie komme ich denn nach oben? Hier? Ah, hier gibt es einen Färbetisch drin. Cool. Das finde ich cool. Das ist schlicht gut. So, erstmal was Wichtigeres klären hier. Musste sein. Coole Bilder entdecken. Dudum. Droblock. Wenn ich eine Waffe hätte, würde ich ein paar ihrer Kehlen aufschlitzen, bevor sie mich kriegen. Macht euch zur Kriegsgilde auf. Die Fäuste des Talmors haben Waffen für euch. Die Fäuste des Talmor leben noch? Ja. Und sie haben Waffen? Hm. Gut. Ich schlage Schädel lieber mit einer Keule als mit bloßen Händen ein. Oh Mann. Findet Leutnant Ehren und baut eine Miliz auf. Ich kann es gar nicht abwarten, es diesem Droblock heimzuzahlen. Hoffentlich hat der Leutnant einen guten Morgenstern. Ich mag Waffen, die man schwingen kann. Wisst ihr, was mich am meisten ankotzt? Content-ID.
Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? Boah. Wow, es hat mich nach unten geschlagen. Ich darf meine Armlinie gleich wieder zusammenbauen. Cool. Die ist wieder locker. Was? Ach, die sind schon hier durch. Warum sagt mir denn niemand was? Die haben schon die kompletten Rotwadronen ausgelöscht hier. Krass, das ging ja schnell. Ich habe nichts mitgekriegt. Gute Arbeit. Ich werde unsere Freiwilligen so schnell wie möglich ausbilden. Leutnant Eran hat nicht auf uns gewartet. Er nahm ein paar der temperamentvolleren Zivilisten und ging über die Brücke. Er denkt, der Hauptmann lebt noch. Soll ich ihn vor euch aufhalten? Nein, aber ich möchte nicht, dass Nein. ein guter Offizier für jemanden stirbt, der schon längst tot sein könnte. Leutnant Eran ist jung, aber er ist einer der besten Leutnants, die wir haben. Der Hauptmann, sagen wir es mal so, an solchen wie ihr besteht kein Mangel. Ihr habt keine sehr hohe Meinung von Hauptmann, oder? Ihr seid aber scharfsinnig. Als der Auftrag kam, dass wir eine Ehrengarde für die grüne Dame sein sollten, hat Hauptmann Kularalda an so vielen Strippen gezogen, wie sie nur konnte, um das Kommando zu erhalten. Anerkennung bedeutet ihr alles. Das Kämpfen nichts. Ah, Ehrengarde. Da kenne ich auch jemanden. Sein Name ist Captain Dylan Hunt von Raumschiff Andromeda Ascendant. Ich bin bereit, den Leutnant zu suchen. Mann, ihr müsst mal springen, ihr Viecher. Huch. Gerade mit 29 FPS gesehen. Vielleicht sollte ich mal mit 60 FPS aufnehmen, um zu gucken, ob es funktioniert. Aber dann muss ich neue Endscreens schneiden. Naja, schneiden muss ich nicht, ich muss ihn neu rendern. Gut, ihr habt es geschafft. Hab Dank, dass ihr diese mutigen Männer und Frauen versammelt habt. Jetzt haben wir eine Chance. Fit wie Blinare. Ne. Linarie. Red zur Vorsicht. Meint sie das? Ich bin überrascht. Der Feldwebel ist eine der härtesten Kämpferinnen, die ich kenne. Wir dürfen nicht locker lassen. Der Hauptmann ist entweder im Kampf gefallen oder sie braucht unsere Hilfe. So oder so müssen wir weiter vorrücken. Was, wenn euer Hauptmann tot ist? Bis ich Gewissheit über ihr Schicksal habe, ist es meine Pflicht, zu versuchen, sie zu retten. Hauptmann Kularalda und ihre Männer waren an den Docks, als die Rovada angelandet sind. Sie könnte es bis zum Leuchtturm geschafft haben, aber ich weiß es nicht. Was sollen wir als nächstes tun? Wir müssen den Rest der Brecherküste alarmieren. Ich möchte nur für den Fall, dass wir den Hafen nicht zurückerobern können, einen Läufer nach Tiefwalden schicken. Ich werde weiter vorrücken, trotz der geringen Aussicht, dass der Hauptmann noch lebt. Aber ich habe da eine Idee, für die ich eure Hilfe benötige. Was benötigt ihr? Die Drublock halten das Tor, das landwärts aus Velenhafen führt. Ihr müsst es für den Läufer freimachen. Sobald der Weg frei ist, blast in das Signalhorn und einer unserer schnellsten Läufer wird die Kunde nach Tiefwalden tragen. Die Straße freimachen und das Signalhorn blasen. Das kriege ich hin. Der Rest der Miliz und ich werden die Drublock davon abhalten, dieses Gebiet in Schutt und Asche zu legen. Ich werde eines der Gebäude auf dem Hügel zu meinem provisorischen Hauptquartier machen. Trefft uns dort oben, sobald der Läufer durch das Tor ist. Ja, sobald er durch das Malabel-Tor ist. Gut, hört mal auf zu trampeln, das nervt. Ich glaube, da mache ich hier erstmal noch eine kleine Minipause. Und nur noch eine vierte Folge dran kleben. Das habe ich jetzt getan. Die nächsten Folgen später. Naja. Aber ich glaube, Malabel-Tor wird sehr schick aussehen. Hier auch nochmal ein sehr geiles Bild. Jo. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.